Wir sind auf dem Splash Festival. Wir müssen uns jetzt einmal akkreditieren. Das bedeutet, wir müssen uns unsere Tickets abholen. Wir sind gerade noch in dieses Auto zu dritt reingepasst. Und jetzt müssen wir hier zu viert rein. Kriegen wir das hin? Ja, easy. Aber also ich sitze vorne, ne? Ihr könnt ja gucken dann, wie ihr das macht, ne? Ich habe mir gedacht, so, das macht den Vibe noch mal besser hier. Bring mal so ein bisschen frischen Wind hier rein, so. Mit vier Leuten und 8 Koffern im Zweisitzer. Auf gemütlich. Super! Ich so machen wir, Alter, ist heiß, ne? Super, Digga. Hast du einen Auftritt? Hast du morgen Auftritt? Ich bin schon angereist. Wann hast du morgen Auftritt? 20 Uhr irgendwas, Mainstage? Also ich bin morgen safe da. Richtig, safe, 100%. Das Amar zwingt schon zum Trinken, oder? Ja, ein Drink ist okay. Und das schneiden wir nachher rein. Alter, Leute. Rate mal den Ken Carlson Moshpit. Ich kenne ja keinen anderen, deswegen 10 von 10 schon. Ja. Ey, ich bin komplett am Schwitzen. Alexis, hattest du Spaß? Also, ich sag euch ehrlich. Digga, ich hatte Alexis Real Talk die ganze Zeit einfach so, damit sie nicht wegfliegt. Ja. Damit sie nicht. Digga, die Leute haben so hin und her geschubst, aber die waren alle sehr höflich. Ja. Die haben gesehen, dass wir da waren und haben sie Rücksicht genommen und alle anderen auch weggeschubst. Ja. Das war sehr nice. Aber ja, das ist das. Alleine, ich hätte es niemals überlebt. Niemals. Wir haben einen wilden BVB-Fan gefunden. Sag was. Warum? Warum bist du hier? Amar, was? Habe ich jetzt was verpasst? Digga, Amar! Hallo! Freunde sind da! Ja! Die haben noch nichts getrunken, es ist 11 oder so. Ich bin hier schon Auto gefahren. Hands up, go! Bro. Ich will Haus am See hören. Einfach so. Ich will dahin. Schmeiß mich mal bitte über den Zaun, bitte. Schmeiß. Peter Fox Rating, manche Lieder 7 von 10, aber die Crowd ist krass, 10 von 10. Letztes Lied, Digga, die Zugabe ist halt eine 10 von 10, absolut krank. Jetzt gehen wir zu Ski Mask.
Hals, Maul. Also Peter Fox war voll. Wir dachten, wir können so eine halbe Stunde vorher jetzt hier hin, um zu Kenrick zu gehen. Aber das ist verquatscht as fuck. Das ist ja geil. Ich habe noch nie so viele Menschen in meinem Leben gesehen. Boah. Digga, hier kommt kein Vibe rüber. Ist das dieses Goosebumps? Drink! Drink! Stand up! Drink! Pass out! Digga, wir sind ja bei dem Glamping angekommen. Wie kracht, es ist irgendwie 3 Uhr morgens oder sowas. Und das Allerwitzigste ist, wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Und also schauen wir mal, wie das hier aussieht. Also wir sind einfach nur irgendwelche weißen Zelte, Bro. Und es steht nirgends von scheiß Name drauf. Woher sollen wir wissen, wo wir pennen sollen? Hier sind alle schon am Schlafen. Ich kann das nicht. Wo zur Hölle sollen wir hin, Digga? Ich kann das alles nicht. Was geht mal? Das ist unser Sitzkreis hier, oder? Junge, komplett krank. Ich weiß nicht, welches Zelt noch leer ist. Ich glaube, die beiden da sind noch leer. So, Freunde, kurze Roomtour. Ich bin im Glamping-Zelt angekommen. Man kann das ganze Ding hier abschließen. So, hier sind Gott sei Dank oder hoffentlich irgendwie noch keine Mücken drin. Hab ein kleines Lichtchen, ein Bett. So, ich habe hier einen Teppich, ich habe hier einen Red Bull-Kühlschrank. Das ist schon, also irgendwie kann das was. Ich habe sogar hier noch so einen Kleiderbügel, wo man so Sachen ranhängen kann und so. Ich habe eine Bank, wo ich mich hinsetzen kann, einen Stuhl. Also, zufrieden. Kurzes Update, ist jetzt irgendwie 13 Uhr, glaube ich. Ich gehe jetzt hier nicht duschen, ich gehe auch nicht meine Zähne putzen. Alexis ist saukorrekt, die fährt jetzt von Berlin aus hier nach Dessau, das ist direkt hier ums Eck, und organisiert dort ein Hotel für sich, damit sie noch einen Tag hierher kommen kann. Dann werde ich bei ihr hingehen, duschen, kacken etc. Das weiß ich nicht, aber was habt ihr hier organisiert? Wir haben ein Pavillon geholt, damit wir hier nachher Szenenruhe ist das ein... Ist das ein Pool, Digga? Das ist doch ein Pool. Ich weiß, dass ich so richtig was. Ja, die rechten Stangen drunter biegen und dann sitzt er richtig geil. Digga, wisst ihr, also ich vertraue Kriminellen nicht. Bruder, lass doch selber, wer ist er hier? Digga, wie soll. Wie, das wird richtig kuschelig gleich. Dann, aber stell mir den hier. Da sollen 10 Leute drinnen sitzen können. Ja, kriegen wir hin. Und das ist auch dann Deckenhöhe, ist auch echt. Also. Müssen wir gucken, wie wir das spannen, ne? Jungs, das war 15 Euro die Nase, ne? So, und jetzt verzicken wir die Dinger hier drin mal, ne? Ja, Jungs, jetzt ist crazy. Jetzt ist krass. Ist wirklich krass. Bruder Amar, du hast nichts gemacht. Ich hab nicht beliebt. Ich hab nicht beliebt, weil ich stand da und war da so mit meinem Kopf. Das ist crazy. Ist krank, oder? Sag ehrlich. Machen, was wir wollen, alles fit. Hey, Lina! Ja! Gestern Abend mit Rechten, meine Jungs sind die Besten. Zu viel gestresst, weil zu viel verpressen. Ja. Ich bin der Zuhälter. Deutscher Rap ist mein Bordell. Ey. Gut. Heute sind viel mehr Leute da, du hast recht. Schaut uns jetzt einmal an, wer hier alles heute dabei ist. Thiago ist gerade dran, bis 19:30. 20 Uhr Haftbefehl. Da stehen wir vorne, hundertprozentig. Mad Mom's Jay, direkt danach, bleiben wir direkt da. Und dann Annalie Chopper, Splash Beach, direkt drüben. Und dann
Mainstage, Treti, sehr Bock drauf, sehr, sehr Bock drauf. Und zum Schluss Lil Uzi. Boah! Ich bin hier gerade Disco-Mode. Atz. Hoch! Hoch und alle! Hoch! 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 Bring was drauf, ist auf die Karte, ich bring es auf die Karte. Ich hab keine Flagge in der Hand, doch hab ne Zahl. Findest du Fortnite-Tänze attraktiv, Alexis? Fortnite-Tänze? Ja. Alexis meinte, sie findet Fortnite-Tänze attraktiv. Bin ein Friesen, Junge. Und? Cool. Jetzt kommt Hafti als nächstes, Freunde. Digga, Weiß und Boris. 069 und Chabos wissen, wer der Bass ist. Da bin ich zufrieden. Wir sind jetzt bei Hafti. Viertelstunde später, Hafti sitzt da die ganze Zeit schon auf entspannt, aber einfach so ein paar random DJ-Songs singen, aber ist geil. Ich will den größten Kreis des Splash haben, den es jemals gab. Hast du aber den Kimono und den Nasen jetzt auf? Das muss man erstmal verdauen, Digga. Dankeschön. Oh, sie weint. Sie weint, Digga. Wie dankbar ich bin für euch und für jeden Schritt. Und merkst, dass du angekommen bist und es genau dahin geschafft hast, wo du hin wolltest. Ich weiß, dass man sich als Fan manchmal klein fühlt oder übersehen oder man denkt, ja, die Person bemerkt mich eh nicht, aber ich will, dass ihr wisst, auch wenn ihr so viele Menschen seid, bin ich so dankbar für jeden Einzelnen, weil ihr nicht wisst. Ein Grund, aus dem Bett zu steigen. Ihr habt mir und meiner Familie so viel ermöglicht, deswegen danke schön für alles. Für den letzten Song. Ich bin, du willst mich. Das Outro vom Video. Für den letzten Song. Ich kann euch nicht hören. Splash. Ja, Baby, ich glaub. Ohne dich komm ich nicht klar. Ich bin nicht nüchtern. Nüchtern bin ich nicht einmal und ich lieb dich an. Ich glaub, ich hab keine Wahl. Ein Schritt zurück, ich komm nicht hinterher. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du dich traust. Ich bin jetzt. Nein, ich schmeiß muss ich raus, ich bin dein Wingman. Check für... Ich bin... Nicht dran, nicht dran, nicht dran, nicht dran. Und ich... Nicht dran, ein Schritt zurück, ich komm nicht hinterher. Ich frag mich, was du machst. Dankeschön, Splash! Also Leute, ich muss sagen, mit Abstand. Ich war ja noch nie auf einem Festival, aber ich war auf vielen Konzerten. Mit Abstand. Bad Moms Jay. Das hat noch nie jemand so krass mein Herz berührt. Also... Die größten Shoutouts gehen raus. Ich versuche sie gleich nochmal zu sprechen. Wir haben gestern schon gesprochen. Es war mehr als nur der Wahnsinn. Große Shoutouts gehen raus. Empfehlung geht raus, auf jeden Fall zu einem Konzert zu gehen. Weil das war geistesgestört. Ohne Playback, ganz viel Emotion, ganz viel die Crowd mitgenommen. Und also, mega jung. 20 Jahre mega, ist krass. Digga, Brody ist 20. Mit 20 habe ich noch bei meiner Mom gewohnt in einem halben Zimmer, Digga. Und habe den ganzen Tag Call of Duty gespielt auf meiner Xbox. Digga, und die steht da auf einer riesen Bühne. Also, super. Ich kann nicht noch mehr sagen. Es ist geistesgestört. Kannst du noch treffen auf dem Flur, weil die Jungs haben Ruhe. Jetzt hier! Rund um die Uhr! Ja! Aua! Oh oh! Bingo ist sauer! Ladefrei!
fertig, flink, sauer. Winke, winke, Fehler und Küsschen. Hengst in der Ränder, mach ich nicht auf Hübchen. Schau, wo krieg Panik, alles unter Hektik. Ey. Und jeder, der heute fehlt, ist ein Verräter. Ein. Oh mein Gott, Bro. Leute, ich sehe aber. Aber musst du. Basically, I'm just letting you know, nowadays like the old days, because I still do what I want. I got something, I got you. Schlangen sind bodenlos. Jetzt, obwohl das Festival vorbei ist, dreiviertel Stunde gewartet aufs Essen. Während Festival 2 Stunden warten, ohne ranzukommen. Es ist unorganisiertes Fakt. Ich habe jetzt einen Dürren in der Hand. Ich bin so glücklich. Der Brudi, bester Mann, Digga, hat mich hier einfach sitzen lassen, aufgeregt. Ich probiere jetzt den Dürren Taste Test. Alle sagen, der soll krass sein, aber. Gut? Ja. Geil. Oh, der ist gut. Boah. Oh. Geil, ne? Ich bin das gut. Oh. Total, ne? Ich liebe Döner, ne? Ich seh kein Schwarz-Weiß. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.